freuen Sie sich auf die große Show der Schlager, Stars und Stories des Jahres 2019. Freuen Sie sich auf die Schlager des Jahres. Feiern Sie mit Andrea Berg, Beatrice Egli, Matthias Reim, Ute Freudenberg, Giovanni Zarella, Frank Schöbel, Santiano und Una, Ben Zucker, Kerstin Ott und vielen, vielen mehr. Und hier ist Ihr Showmaster, der den Schlager liebt, lebt und feiert. Hier ist Florian Silbereisen. Schlager ist geil, ist so mega hammergeil. Das geht ab und das kommt rüber und wir singen immer wieder. Schlager ist geil. Schlager. Diesen Sound für unser Leben wird es immer, immer geben. Schlager ist geil. Schlager ist geil. Ja! Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen hier in Leipzig! Seid ihr denn bereit, die Hits des Jahres zu feiern? Seid ihr bereit, die Stars des Jahres zu feiern? Dann feiern wir alle gemeinsam die Schlager des Jahres 2019! Was für eine tolle Atmosphäre! Schön, dass auch Sie zu Hause mit dabei sind. Ich freue mich sehr auf einen tollen Abend. Ja, und wir wollen heute zurückschauen auf dieses unglaubliche Schlagerjahr 2019. Was war das bitte schön für ein Jahr, oder? Wir haben mit großen Künstlern und großen Stars gefeiert. Wir haben Jubiläen zelebriert. Wir haben aber auch ganz neue Interpreten und ganz neue Lieder kennengelernt. Ja, und über die großen und kleinen Geschichten des Schlagerjahres 2019 wollen wir heute ein bisschen reden. Und wir schauen natürlich ein bisschen zurück auf die schönen, aber auch auf die traurigen Momente des Jahres. Und dazu brauchen wir natürlich Schlager des Jahres Kommentatoren. Wir haben aber nicht irgendwelche Kommentatoren ausgesucht. Nein, wir haben die besten Schlager des Jahres Kommentatoren, die man sich überhaupt wünschen kann. Hier sind Ross Anthony und Andy Borg. Du hast ja auch Klatschstange mitgebracht. Ja. Mensch, es ist schön, dass ihr da seid. Wir schauen heute wieder gemeinsam zurück auf das Schlagerjahr. Sag mal, wie war euer Schlagerjahr 2019? Andi. Ich bin sehr, sehr zufrieden. Lass, ich habe die extra von zu Hause mitgebracht und dann sehe ich, dass die ihr habt, die sind zum Aufblasen. Ja, also, es war ein schönes, lustiges, bis jetzt schönes Jahr. Und ich freue mich total auf die Sendung, weil ich gerade gesehen habe, die sind jetzt schon alle gut drauf. Ja, natürlich. Hammer. Sag mal, könntet ihr euch eigentlich einen Tag ohne Smartphone vorstellen? Ja. Also, nee. Ich merke schon, bei dir wird es schwierig. Du postest ja hier andauernd. Also, ich kann damit ohne nicht leben, ne? Das ist der Wahnsinn. Ich bin nur unterwegs. Ich will unbedingt diese Nähe an meine Fans haben. Und durch die so ein Handy, ne, kann man diese Nähe bekommen. Ja, okay. Ja. Das ist okay, aber ja, nicht den ganzen Tag hier rumtippen. Warum? Nehmt euch mal ein Beispiel. Die Bilder von Andy sind super. Ja, die sahen gut aus. Die ich verarbeitet habe. Nein, aber wir wollen ja heute bei unserem Jahresrückblick natürlich im Winter starten. Und im Januar 2019 hat tatsächlich mal eine Künstlerin ihr Smartphone ausgeschaltet und beiseite gelegt. Sie ist in den Flieger eingestiegen und hat sich ihren Lebenstraum verwirklicht. Es ging nämlich... Wie bitte? Sie hat ihr Handy vergessen bestimmt. Ja, dafür hat sie keins gebraucht. Nein, sie ist nach Australien geflogen. Ach so! Dort blieb sie 2 Monate lang und hat sich dort auch inspirieren lassen zu ihrem
ganz neuen Album. Ja, und dieses Album eroberte auch im Januar gleich mal wieder die Spitze der Charts. Mhm. Und gemessen an Top 1 Alben ist sie aktuell die erfolgreichste Schweizer Sängerin. Hier ist Beatrice Egli! Man muss das Leben nehmen, so wie das Leben ist. Man muss die Beste feiern, wie sie kommt. Steh ich auf, mach im Regen, nichts läuft bei mir nach Plan. Flieg ich dem Glück entgegen, weil es kann. Ich reiß die Mach's alles Sorgen raus, weil ich das Leben mag. Ich mach die Playlist auf und dreh die Boxen rauf. Heute ist mein Tag. Lili, la, leben, lieben, lachen. Lili, la, lass das Leben krachen. Oh, 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 oh. Der Sonne entgegen, wir chillen das Leben. Weiteren Schlagzeilen im Februar und Januar 2019. Happy Birthday, Mary Rose. Kaum zu glauben, dass diese Frau älter wird. Sie feiert am 9. Januar ihren 70. Helene Fischer und Florian Silbereisen stehen bei den Schlager-Champions im Januar erstmals seit ihrer Trennung wieder gemeinsam auf einer Bühne und zeigen der Fernsehnation, dass es ihnen gelingt, Freunde zu bleiben. Eine Institution feiert Jubiläum. Die Hitparade wird 50. Und noch eine Institution hat einen Runden. Stefan Mross begeht im Winter sein 30-jähriges Bühnenjubiläum. Du hast es doch schon fast. Sorge um Christoph. Der Belgier muss sich im Januar einer dramatischen Operation an der Herzklappe unterziehen. Er erholt sich schnell, trotzdem wird aus Club 3 vorübergehend Club 2.
Kriegsbeil nach 34 Jahren begraben. Heino sagt in einem Interview, dass er sich mit Otto versöhnt hat. Die beiden waren wegen Ottos Heino-Parodie in Otto der Film zerstritten. Der Kapitän des deutschen Schlagers wird Kapitän auf dem Traumschiff. Das gibt das ZDF Anfang des Jahres bekannt. Wow. Ja, es war einiges los im Januar, im Februar. Was sagt ihr zu unseren Schlagzeilen? Also ich muss sagen, du siehst super als Kapitän aus, wirklich. Ah. Mal schauen. Aber es gab ja echt viele Schlagzeilen. Ich meine, 50 Jahre Hitparade, wie oft bist du dort aufgetreten? Ich wäre gerne 50, so wie die Hitparade. Ja, ich bin ein paar Mal da aufgetreten. Einige von uns wären gar nicht so weit gekommen, wenn es die damals nicht gegeben hätte, seit der Hitparade. 70. Geburtstag von unserer Mary Rose haben wir gerade gehört, auch im Januar, Februar. Aus, ne? Ja, toll. Wahnsinn. Absolut. Und man spürt die Energie, wenn man hier in ihrer Nähe steht. Ja. Das ist schön. Also, gut. Es war einiges los. Jetzt habe ich noch eine ganz andere Frage. Wie gut könnt ihr beiden eigentlich Skifahren? Also, ziemlich gut, wenn ich geschoben werde. Ne? ja, bei mir ist es halt so, ich habe das einmal falsch gemacht. Ich bin auf die schwarze Piste gegangen. Ich musste auf den Po runterrutschen die ganze Zeit. Und die Leute haben es nicht verstanden, aber ich habe es verstanden, warum das schwarze Piste heißt. Es ist schon manchmal es ist sehr steif. Steif. Es gibt Scheiben und es gibt Backenbremsen. Das war gut, das war sehr gut. Ja. War aufregend. Na, wenn ich auf der Piste bin, kann es schon passieren, dass in den Verkehrsnachrichten Lawinenwarnung. Weil da doch ziemlich viel mit runterkommt, wenn ich da war. Ein bisschen kann ich schon, ein bisschen kann ich schon. Also es gibt einen Star, von dem wissen wir, dass er sehr, sehr gut Skifahren kann. Und er hat im Februar seinen 65. Geburtstag gefeiert. Wirklich? Und er hat auch ein Markenzeichen. Im Winter trägt er ganz oft so Fellstiefel, so Boots. Wisst ihr, wen ich meine? Ja, ich habe mit diesem. Ich weiß wer. Ich habe nämlich mit seinen Fellstiefeln schon mal einen Auftritt gemacht. Mache ich nie wieder, aber die gehen mir bis hier hin und da immer diese Federn im Mund. Aber nicht nur ein guter Skifahrer. Nein, das stimmt. Und 2019 war sein Jahr. 65. Geburtstag, 25-jähriges Bühnenjubiläum. Und dann hat er endlich auch mal wieder ein ganz neues Album veröffentlicht. Damit hat er sofort die Top 10 der offiziellen deutschen Charts erobert. Und ich freue mich sehr, dass er heute hier bei uns zu Gast ist. Hansi Hinterseher! Ja, und damit ist das Eis schon getaut und wir nähern uns ganz langsam dem Frühling bei unserem großen Schlager-Rückblick. Mhm. Apropos Frühling, gab es bei euch Frühlingsgefühle in diesem Jahr? Ja? Klingt gut. Ja, mehr sage ich dazu nicht. Also ich habe sehr schön dekoriert schon. Die ganzen Eier, die hängen bei mir. Es ist wirklich so. Aber ich weiß, Falsches gesagt. Ich meine halt die Farben, weißt du, was man. Natürlich. Weißt du, ich weiß nicht, warum die da jetzt gelacht haben. Es gibt kleine Häschen überall. Selbstverständlich. Und, ja. Also, aber ich würde das zum Beispiel nicht. Ich würde sie nicht raushängen. Nee? Nein. Also wir dekorieren nur drinnen, so ein bisschen am Küchentisch. Ja, aber. Du musst es mir erklären, ich bin Wiener. Aber weißt du? Mit den beiden macht man was mit unseren Kommentatoren, oder? Ich meinte die bunte Eier. Natürlich. Ja, wir haben es ja verstanden. Lass uns mal das Thema wechseln. Im März gab es ja noch ein paar andere Themen. Zum Beispiel hat die GfK verkündet, welcher Song im Karneval zur Faschingszeit am häufigsten gespielt wurde. Seid ihr denn Karnevalsfan? Und wenn ja, als was verkleidet ihr euch? Also ich komme aus Köln und das bedeutet, wir feiern Karneval natürlich viel. Und ich verkleide mich immer jedes Jahr als Ross Anthony. Aber die Leute glauben das nicht. Eigentlich ganz gut. Ja. Es funktioniert. Die fragen nicht nach einem Autogramm. Wie ist das bei dir? Gehst du Karneval feiern? Also ein Fasching in Bayern? Nein. Mir ist das zu lustig. Ist zu lustig. Ne? Ja. Verstanden. Mit das Karneval einfach zu lustig. Ja, okay. Und man kann gerade in Nordrhein-Westfalen ins Fettnäpfchen treten. In Düsseldorf sagen sie Hellau bei der Begrüßung. Und in Köln Alaf, wenn du dann als Wiener irgendwas Falsches sagst. Da wird es gefährlich. Dann wird's gefährlich. Lieber nicht. Also jetzt schauen wir uns aber mal an, welcher Hit denn dann letztendlich der Karneval-Hit 2019 war. Und das und viele weitere Schlagzeilen aus dem Schlagerfrühling gibt es in unserem kleinen Schlagerrückblick.
Der Faschingshit des Jahres 2019 ist Grün. Cordula Grün begeistert die Narren und thront in der närrischen Zeit an der Spitze der Singlecharts. Dieser Hüftschwung rostet nie. Rock'n'Roll-Legende Peter Kraus wird im März 80 Jahre alt und rockt wie eh und je. Das gab es noch nie. Eine ganze Festeshow ehrt im März einen Künstler. Roland Kaiser. In Alle singen Kaiser verneigen sich viele Stars vor der Ikone des deutschen Schlagers und feiern mit den ganz großen Kaiserhits. Happy Birthday Michael Hartl. Im März wird er 70. Gefeiert wird ganz intim und allein mit seiner Marianne an einem geheimen Urlaubsort. Rekord. Roland Kaiser und Maite Kelly werden zu YouTube-Stars. Ihr Schlagerhit bricht auf der Videoplattform die magische Grenze von 100 Millionen Klicks. Zum Glück hat keiner von beiden damals zum Duett Nein gesagt. Trauriger Geburtstag. Costa Cordalis wird 75, ist aber zu krank zum Feiern. Ein Duett berührt Europa. Karel Gott veröffentlicht ein Lied mit seiner 13-jährigen Tochter. Herzen erlöschen nicht, heißt der Titel. Ja, das waren einige Schlagzeilen aus dem Schlager Frühling. Und viele Künstler lassen sich ja immer wieder an den unterschiedlichsten Orten zu neuen Liedern inspirieren. Bei einer Künstlerin waren wir quasi ganz nahe, hautnah mit dabei. Denn beim Schlagerboom im letzten Jahr hat sie gemeinsam mit uns und mit Howard Carpendale dessen Hit Nachts, wenn alles schläft, gesungen. Und dieses, ihr wisst schon, dieses ha, 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 ha. Ja genau, das ging ihr nicht mehr aus dem Kopf. Und dieser Song hat sie deshalb zu einem ganz neuen Lied inspiriert. Und dieses Lied wiederum hat sie beim Schlagerboom in diesem Jahr zum ersten Mal vorgestellt. Die Zuschauer wollten sofort eine Zugabe und die gibt es jetzt hier bei uns bei den Schlagern des Jahres 2019. Wegen dir. Hier ist Kerstin Ott. Nur müde und neben der Spur. Und es ist jeden Abend dieselbe Tour. Ich kriege meinen Kopf nicht mehr stumm. Ich hätte nie gedacht, dass das bei mir mal so ist. Doch irgendwie häng ich total an dir fest. Und das geht jeden Abend wieder von vorn. Wegen dir schlafe ich keine Nacht. Wegen dir liege ich jetzt noch wach. Ich krieg dich nicht aus dem Kopf, egal was ich mach. Ich brauche deine Nähe. Wegen dir schlafe ich keine Nacht. Hab seit Tagen an nichts anderes gedacht. Und krieg dich nicht aus dem Kopf, egal was ich mach. Gedanken, da schleichst du dich ein. Du hast zu mir gesagt, ich lass dich allein. Und dabei bist du immer bei mir. Hab keine Minute, die du mir noch lässt. Irgendwie häng ich total an dir fest. Und jeder stille Moment gehört dir. Wegen dir schlafe ich keine Nacht. Wegen dir liege ich jetzt noch wach. Ich krieg dich nicht aus dem Kopf, egal was ich mach.
und krieg dich nicht aus dem Kopf, egal was ich mach. Geh nachts durch leere Straßen, alle träumen bis auf mich. Nur du an meiner Seite, denn ich denke nur an dich. Wegen dir schlafe ich keine Nacht, wegen dir liege ich jetzt noch wach. Ich krieg dich nicht aus dem Kopf, egal was ich mach. Wegen dir. Vielen Dank, Kerstin. Super Idee. Tolle Sache. Sie hat sich inspirieren lassen. Sofort drinnen. Ja. Läuft. Gute Idee. Das funktioniert wunderbar. Echt schön. Jetzt ist gut. So, jetzt kommen wir zu einer wunderbaren weiteren Nachricht. Kurz vor Ostern gab es nämlich im Hause Rossi, also nicht Ross, sondern ach Rossi, so. Eine wunderschöne Nachricht. Er wurde nämlich Opa. Und zwar zum ersten Mal. Und jetzt mal ganz im Ernst. Also einen besseren Opa kann man sich ja gar nicht vorstellen. Nein. Der Mann hat Geschichten zu erzählen. Er hat Temperament. Er hat ein ganz großes Herz. Genau. Und dann hat er auch noch eine wunderbare Stimme, mit der er garantiert auch seinen Enkelsohn Leonard begeistern kann. Hier ist Cimino Rossi! Lebensschusspeak traf direkt in mein Herz. Es war geschehen, die Welt begann sich zu drehen. Oh, mi amor, ich muss dich wiedersehen. Die Nacht ist viel zu schön. Der Abend Zeit für mich. Dein Blick so tief, tiefer als das Meer. Noch nie gesehen, du warst so wunderschön. Oh, mi amor, kann dir nicht widerstehen. Die Nacht ist viel zu schön. Weil diese Nacht uns so viel mehr verspricht.
heute Abend Zeit für mich. Du heute Abend Zeit für mich. Semino Rossi! Vielen, vielen Dank. Freue mich. Hast du heute Abend Zeit für mich? Ja, natürlich haben wir Zeit für dich. Einen wunderschönen guten Abend. Dankeschön, muchas gracias. Semino, erzähl mal, wie können wir uns dich als Opa vorstellen? Ehrlich gesagt, ich habe gedacht, Opa hat Verbindung mit Alter, das wird nicht mehr gebraucht. Und ehrlich gesagt, das ist ein Gegenteil. Ich glaube, Opa zu sein, ist eine zweite Chance, Papa zu sein. Und diese Fälle, was wir mit unseren Kindern gemacht, vielleicht wiederholen wir oder enden wir bei unseren Enkelkind. Bei mir werden wir gemeinsam Schokolade um 2 Uhr Nachmittag oder in der Früh. Ja, wunderbar. Sachen. Das ja. mögen die Enkelkinder besonders gerne. Selbstverständlich. Singst du denn auch für deinen Enkelsohn? Ich singe für meinen Leonardo sogar in Spanisch und ich habe sogar ein Lied gesungen. Wow. Und eine Lied komponieren und er schaut mich an und sagt, das klingt bei mir so spanisch vor, wenn du singst. Und das ist eine Gottgeschenk, ehrlich. Ach toll. Lieber Semino, also schön, dass du uns ein bisschen aus dem Privaten erzählt hast, lieber Semino. Und du kannst dich vielleicht erinnern, im März bei unserer Show Alle singen Kaiser, du warst ja auch mit dabei. Ich war auch dabei, selbstverständlich. Haben wir einen neuen Sänger in die Schlagerfamilie aufgenommen. Er blickt eigentlich schon auf eine sehr erfolgreiche Karriere zurück, aber erst in diesem Jahr hat er mit Schlager ja, so seinen richtigen Durchbruch geschafft. Er hat es bis ganz nach oben in kürzester Zeit geschafft. Dank ihm konnten wir uns nämlich wieder an einige deutsche Kultschlager erinnern, ja. Weil er singt sie auf Italienisch. Ja. Und wie man hören kann, die Fans haben ihn sofort ins Herz geschlossen. Sein Debütalbum eroberte auf Anhieb Gold und, naja, man kann nur sagen, unglaublich. Deutsche Kultschlager kombiniert mit italienischer Sprache. Super, das wäre, ich bin überlegen, der argentinische Schlager, das geht auch, ja? Ja, mal schauen. Und es schaut gut aus noch dazu. Das ja auch noch. Also, es ist eine großartige Idee und hier ist ein großartiger Künstler, Giovanni Zarella. Giovanni Zarella. Mein Gott. Vielen Dank. Giovanni, was für ein Jahr. Ah. Im März hast du in der Show Alle singen Kaiser zum ersten Mal den Kultschlager auf Italienisch vorgestellt. Ja. Im Juli kam dann ein Album heraus und schon 4 Monate später beim Schlagerboom durften wir dich mit Gold überraschen und auszeichnen. Wie schaust du Dankeschön. Auf dieses Jahr 2019? Es ist für mich wirklich also das schönste Jahr. Also ich habe mein großes, großes Glück zu Hause ist meine Frau, meine Kinder, meine Eltern und meine Geschwister. Die sind gesund, das ist mein ganzes Leben. Aber es gibt noch eine andere Hälfte vom Herzen, die wird erfüllt mit der Musik bei mir. Und dass so ein Jahr auf mich zukommt. Der junge Mann da drüben mit dem blonden Haar hat mir das seit 5 Jahren gesagt. Seit 5 Jahren hat Ross mir gesagt, Gio, du musst Schlager machen, die Leute werden dich lieben. Love you. Und es ist tatsächlich so, dass ja, das ist einfach unfassbar schön zusammenpasst, die italienische Sprache und der deutsche Schlager. Also, herzlich willkommen in der Schlagerfamilie. Danke sehr. Und ich kann dir eins sagen, auch im nächsten Jahr wird einiges auf dich zukommen, denn wir gehen gemeinsam auf große Tournee. Das wird schön werden, die Mega. Party des Jahres. Und du wirst natürlich auf der Tour dann auch Kultschlager auf Italienisch singen. Ja. Was meinst du eigentlich? Warum funktioniert das so gut? Passt Schlager so gut zur italienischen Sprache? Voll. Es passt total schön zusammen. Es begann ja diese Liebe zwischen Italien und Deutschland, begann so Anfang der 60er. Da kamen meine Eltern auch rüber, da kamen die ersten Gastarbeiter. Und die ersten Deutschen sind auch nach Italien zum Urlaub machen, zum Pasta, Pizza und Amore machen. Und ja, dabei ist auch der kleine Giovanni entstanden irgendwann. Aber da fing das wirklich schon an und die Begeisterung der beiden Länder füreinander. Und es ist einfach eine Freundschaft, eine Liebe, die schon seit über 60 Jahren besteht. Und der Italo-Schlager, der Italo-Pop, der kam in den 80ern schon rüber mit Celentano, Albano und Romina, Ricche e Poveri. Und ich versuche jetzt ein bisschen den mit euch gemeinsam weiterzumachen. Wunderbar. Also ich bin mir sicher, du hast eine lange Karriere vor dir.
Das hoffe ich. Danke. Und dank unserem lieben Freund Ross Anthony wissen wir auch schon, wie du aussehen wirst, wenn wir dich in 30 Jahren mal ankündigen ist werden. Ist das so? Ja, ihr habt nämlich im Sommer für Aufsehen gesorgt mit einem schönen Foto. Schaut mal, bitteschön. Ross Anthony und Giovanni Zarell. Das sieht großartig aus. Rossi, ich hoffe, wir haben echt noch so viel Haare in ein paar Jahren. Ja. Also, ich freue mich auf diese Tournee mit dir. Und vielleicht lerne ich dann auch ein bisschen Italienisch für den nächsten Italienurlaub. Und apropos Urlaub, jetzt sind wir schon bei den Schlagzeilen des Schlager-Sommers. Und da schauen wir jetzt mal kurz rein. Metallica spielt Höhner. Die erfolgreichste Metalband der Welt stimmt bei einem Konzert in Köln im Juni Viva Colonia von den Höhnern an. Die Kölner Jungs freuen sich über den Ritterschlag. Abschied von Costa Cordalis. Die Schlagerlegende stirbt im Juli auf Mallorca im Alter von 75 Jahren im Kreis seiner Familie. Die Goldene Stimme aus Prag feiert im Juli 80. Geburtstag. Die große Gala zu seinen Ehren muss er aber kurzfristig absagen. Der Krebs ist zurück. Roland Kaiser verzaubert im August wieder ganz Dresden. An vier Abenden spielt er vor jeweils 10.000 Fans bei seiner Kaisermania. Die Tickets waren innerhalb von einer halben Stunde weg. Bei der Live-Übertragung im MDR feiern weit mehr als 1 Million Zuschauer mit. Bringt mich um den Verstand. Sorge um Andreas Gabalier. Der Volksrock'n'Roller liegt im Krankenhaus. Zwei Viren haben ihn extrem geschwächt. Mittlerweile hat er die Krankheit aber überstanden. Mitte August stirbt Irma Holder. Aus ihrer Feder stammen fast 1000 Schlagertexte. Unter anderem Hello Again von Howard Carpendale und Andrea Bergs Du hast mich 1000 Mal belogen. Es war wieder einiges los im Schlagersommer. Lieber Andy, lieber Ross, was macht ihr hier? Also wir wollen die liebe Zuschauer noch mal zeigen, wie es war bei Schlager des Sommers, ne? Also die Sonne hat nicht gescheint. Aber sehr schön umgesetzt. Oh, der Andi mit der Gießkanne. Ja. Ah ja, okay. Normalerweise dürfte man damit keine Späße machen, aber es ist ja nochmal gut ausgegangen, dank eines fantastischen Teams und eines Publikums, das dann wieder zurück. Das stimmt. Also, ich muss noch mal ganz kurz erzählen. Die spielen also auf die Schlager des Sommers an, auf die Show, die im wahrsten Sinne des Wortes wirklich ins Wasser fiel, trotzdem aber sehr erfolgreich war. Es war so, der Sommer war so heiß. Was haben wir alle miteinander geschwitzt? Die Sonne brannte ununterbrochen. Richtig. Es wurde über Dürre geklagt und Trockenheit geklagt. Nur an einem Tag, an einem Abend. Da goss es sintflutartig. Ja. Es hat nicht aufgehört. Und was machen wir alle an diesem Tag? Wir feiern ein Open-Air-Schlager-Festival in Klaffenbach. Es war der Wahnsinn. Es war wirklich so nass. Es hat nicht aufgehört. Aber wir alle zusammen und vor allen Dingen die Schlagerfans haben dem Regen getrotzt. Und es wurde eine wunderbare Party. Und eine Künstlerin, ich erinnere mich gut, die hat wirklich den Regen weggesungen. Ja, sie kam auf die Bühne und es war schön, kein Wenn Wunder. Wenn ihr das vorher gewusst hättet. Ja, dann hätten wir die früher aufdrehen lassen, ja. Nein, aber kein Wunder, sie hat natürlich die Sonne im Herzen. Und sie sagt, Herzen kriegen keine Falten. Richtig. Hier ist Ute Freudenberg. Hauptsache es macht Spaß, du bist ein Sechser im Lotto, im Ärmel das Ass, du weißt genau, dass ich dir mein Leben anvertraue. Und wenn ich in den Spiegel schaue,
immer weiter mit dir gehen, Seite an Seite stehen. Immer frei nach dem Motto, was uns nicht umbringt, macht uns stark. Mein Sechser im Lotto und das jeden Tag. Du weißt genau, dass ich mich mit dir alles trag. Und wenn ich in den Spiegel schau, seh ich unsere Reise auf der Haut. Herzen kriegen keine Falten, wir sind immer noch die Alten. Denn jedes Lachen zeichnet uns doch aus, Martinien als Beweis auf unsere Haut. Herzen kriegen keine Falten, wir sind immer noch die Alten. Und läuft die Zeit. Herzen kriegen keine Falten, was für ein Song. Ein schönes Bild. Ach, ne? Ich liebe ihn. Liebe Ute, lass uns noch mal ganz kurz über die nasseste Show des Jahres sprechen. Ich meine, wir alle haben bei den Schlagern des Sommers in Klaffenbach versucht, dem Regen zu trotzen. Aber du warst ja besonders hart im Nehmen. Ich habe gehört, hinter der Bühne hast du spontan auch noch ein kleines Konzert hingespielt. Was war da los? Nein, es war einfach so schön, durch dieses ständige wieder anfangen und wieder aufhören, alles abbrechen, alle Menschen vom Platz. Das war ja wirklich ein großes Kompliment an dein Team und an dich. Ihr habt das super gemacht. Und wir haben uns oben alle umgezogen. Ich hatte meinen langen Schminkmantel an. Das ist so ein japanisches Teil, wo ich auch mal die Schminke dran schmieren kann. Okay. Und plötzlich höre ich Musik. Da war Giovanni draußen und der Pietro Lombardi. Ja. Und die, ja, und die hatten so eine Boombox. Und da war praktisch Musik drauf. Und dann haben die dazu gesungen, zweistimmig. Oh. Und wir sind alle raus. Ich hatte Gänsehaut, ein bisschen mitgesummt. Das war ein Konzert, das hätte man extra aufnehmen müssen. So ging das unter die Haut. Das war großartig. Ach, schön. Da habt ihr hinter der Bühne ein bisschen musiziert. Ja, haben wir. Du hast es ja angesprochen. Es war ja wirklich so, wir mussten ja den Schlossplatz räumen, weil das Gewitter so stark wurde. Aus Sicherheitsgründen mussten alle Fans den Platz verlassen. Und ich bin ganz ehrlich, als ich gesehen habe, wie alle den Platz verlassen, war ich mir sicher, die kommen heute nicht mehr zurück. Das ist vorbei. Das habe ich auch gedacht. Ja, aber dann, nach über einer Stunde Pause, haben wir das okay bekommen, wir können weitermachen. Und was war? Alle sind wieder zurückgekommen und haben eine Wahnsinnsparty gefeiert. Also an dieser Stelle nochmal ein Dankeschön an die Fans, an die Zuschauer der Schlager des Sommers. Das war ein Wahnsinnsmoment für uns alle. Ja, das war. Und daran siehst du wieder, die Schlagerfans sind einfach nicht zu bremsen. Die sind nicht zu stoppen. Da kann passieren, was will, die kommen wieder. Und ich würde sagen, im nächsten Jahr feiern wir die Schlager des Sommers definitiv, egal wie das Wetter wird. Also wir machen das wieder, ist ja klar. Liebe Ute, jetzt war es aber für dich ja eine nasse, aber durchaus sehr, sehr erfolgreiche Premiere mit deinem Song Herzen kriegen keine Falten. Ja, das war toll. Ja, und es ging ja dann nahtlos erfolgreich weiter mit deinem Album Ich weiß, wie Leben geht. Wie schaust du denn so auf das Schlagerjahr 2019 persönlich zurück? Also in erster Linie bin ich eurem ganzen Team dankbar, weil die haben nämlich bei Adele angerufen im Mai und haben gesagt, hat denn Ute was Neues? Und ich hatte natürlich noch nichts Fertiges Neues. Ich wusste nur, am 18.10. kommt mein Album raus. Mhm. Aber es gab natürlich schon ein paar
Titel und da haben wir gesagt, ja, wenn ihr mit einem Demo zufrieden seid und euch gefällt das, würden wir das auch innerhalb einer Woche produzieren. Und das war Herzen kriegen keine Falten. Ja, wir haben es in einer Woche gemacht und deswegen war das schon so lange draußen und das war für uns von Vorteil. Alle haben über das Album geredet und jetzt ist es da und wir, mein Team und ich, wir sind so glücklich und ich bin glücklich, dass ich heute mit den Herzen wieder hier bei euch sein kann. Und wir sind glücklich, dass du bei uns bist, liebe Ute. Und weißt du was? Wir machen jetzt weiter mit einer Instanz des deutschen Schlagers. Er gehört seit Jahrzehnten zur absoluten Elite. Absolut, ja. Aber 2019 schaffte er den höchsten Charteinstieg seiner Karriere. Also, Allzeitrekord für den Schlager-Titan. Er ist halt ein Diamant. Absolut. Allzeitrekord für Bernhard Brink! Die Dämmung geht schlafen, unser Fieber erwacht, füreinander geschaffen. Im Glanz jeder Nacht. Du kennst all meine Wünsche, hast meine Zweifel zerstört. Liebe stark und für immer, ein Schatz, der nur uns gehört. Wir sind zwei Diamanten, ewig und unendlich wie die Zeit. Wir sind zwei Diamanten, wir fühlen uns von Vergänglichkeit befreit. Wenn du mich anstrahlst, bricht sich das Licht in meinem Herz in tausend Farben. Aus tausend Kristallen leuchtet Liebe und malt für immer unsere Namen. Wir sind zwei Diamanten. Die nie verblassen, in die Seele graviert. Find zu dir durch die Straßen, wie vom Herz navigiert. Alles fließt und wird leben in deiner Gegenwart. Jeden Moment wird es stärker, ein Gefühl wie tausend Karat. Wir sind zwei Diamanten, ewig und unendlich wie die Zeit. Wir sind zwei Diamanten, wir fühlen uns von Vergänglichkeit befreit. Wenn du mich anstrahlst, bricht sich das Licht in meinem Herz in tausend Farben. Aus tausend Kristallen leuchtet Liebe und mal für immer unsere Namen. Wir sind zwei Diamanten. Das Licht in meinem Herz in tausend Farben. Aus tausend Kristallen leuchtet Liebe und malt für immer unseren Namen. Wir sind zwei Diamanten. Wow, wow, wow. Dankeschön. Vielen Dank, Bernhard Brink! Wow! Oh, Florian, ich finde das so toll. Endlich hat Bernhard einen Song über du und ich gesungen. Über zwei Diamanten. Ja, zwei Diamanten. Danke, Bernhard. Danke, Bernhard. Ja, danke für den. Du mit deinen Geschichten. Übrigens, Geschichten. Viele Geschichten finden Sie auch auf meineschlagerwelt.de. Einfach mal raufklicken. So, und wie wir ja in unserem Überblick über den Schlagersommer schon gesehen haben, gab es im Sommer nicht nur schöne Momente, nein, es gab auch leider traurige Momente. Wir mussten Abschied nehmen, zum Beispiel von einem ganz liebenswürdigen Kollegen. Seine Schlager sind für mehrere Generationen Kult. Definitiv. Er hat wirklich Lieder geschaffen, die bleiben.
Ja, und wir wollen ihm heute Abend gedenken. Und zwar so, wie er sich das, glaube ich, gewünscht hätte. Wir wollen feiern. Ja. Einen Kultschlager von ihm. Und ihm zu Ehren singt jetzt unser lieber Ross Anthony seine Anita. Ja. Bitte schön, Ross. Ross Anthony mit seiner Hommage an Costa Cordalis. Vielen Dank, Ross! Hey! Doch besser kann man den Mann nicht feiern. Nein. Vielen Dank, Costa Cordalis. Komm mal! Also, sorry. Oh, was Vorsicht, da steht Anita! Ross, guck, da steht Anita! Hallo! Florian, ja? Für mich war das Highlight beim Schlagerherbst dieses Jahr. Schlagerherbst, ja. 25 Jahre. Ja. Feste. Ich erinnere dich, deine verbrannten Sohlen. Du bist von der Decke geflogen, du bist mit dem Hubschrauber in Graz durch die Stadt, über die Stadt in die Halle geflogen. Was du alles gemacht hast, das war mein Highlight für diesen Schlagerherbst, oder? Hast du alles aufgezählt schon. Ja, Wahnsinn. Ja, war schön. Vielen, vielen Dank. Und ich merke schon, ihr habt noch mal die Kuh rausgeholt, extra für mich. Ja. Also diese Kuh hat so viele Fanbriefe in all den Jahren bekommen. Schön, dass du da bist heute bei uns. Nein, 25 Jahre feste Shows, das war natürlich ein tolles Jubiläum. Vielen Dank an alle, die gefeiert haben mit uns. Aber ihr wart ja auch so oft zu Gast in den feste Shows in den letzten Jahren. Was waren eure persönlichen Highlights? Könnt ihr euch an einen besonderen Auftritt von euch erinnern? Also dann muss ich sagen, dann müssen wir stundenlang plaudern, weil wirklich, da gab es so viele Highlights. Ne? Es gab viele. Ja, wirklich sehr viele. Also ich hatte ein persönliches Highlight, als ihr meine Eltern eingeladen habt. Oh. Da war die ganze Familie dabei. Da war die ganze Familie dabei. Noch mit dabei. Und das ist halt was ganz was Persönliches. Hast weil da vermischt sich der Beruf, den man ja liebt, mit dem Privatleben, das man ja auch lieb hat. Und da hat eben deine Redaktion hinter meinem Rücken alle eingeladen und das war schon. Aber das war wirklich die schön. Können auch, das. Auch bei meinen Eltern, ne? dass die dürfen in die Sendung kommen. Ne? Das zum war Beispiel. Bei dem so eine wunderschöne Sache. Und meine Mama spricht immer noch davon. Ne? Sie hat so viel Spaß gehabt, das zu sehen, wie Musik hier in Deutschland gefeiert wird und wie Schlagermusik gefeiert wird. Und es ist wirklich so, dass tatsächlich meine Mutter hat angefangen, Deutsch zu lernen deswegen. Ne? Und es ist wirklich so, sie singt die Lieder, was ich mache, auf Deutsch. Da sieht man wieder, dass die Momente, die wir gemeinsam erleben mit diesem Festen, seit über 25 Jahren, das sind diese ganz großen, die ihr da in den großen 12.000 Menschen jubeln mit den Klatschdingern, aber auch die ganz kleinen, das ist ganz vielseitig. Und ich glaube, das ist auch ein Erfolgsrezept dieser Sendung. Definitiv. Ja, und Überraschungen gehören sowieso immer dazu. Und jetzt haben wir ja Jubiläen gefeiert. Wir haben 25 Jahre Festejubiläum gefeiert, aber auch ein sehr erfolgreiches Duo hat in diesem Jahr Jubiläum gefeiert. Oh, yeah. 30-jähriges Jubiläum. Die sehen immer noch so jung aus. Auch noch ein 30. Hit dazu, ebenfalls 30-jähriges Jubiläum. Okay. Und ich sage nur ein Wort und ich bin mir ganz sicher, alle wissen sofort, worüber ich spreche. Herzlein, du musst nicht traurig sein. Genau. Ich weiß, du bist nicht gern allein. Denn Schuld war doch nur der Wein. Ja, und das Jubiläum der Wildecker Herzbuben und was sonst noch alles los war im Herbst, das sehen wir jetzt in unserem kleinen Schlagerrückblick. Bitteschön. Schwergewichtige Party. Die Wildecker Herzbuben feiern im Herbst ihr 30. Jubiläum und das 30. Jubiläum ihres legendären Hits Herzilein. Wann das Licht von einem Tag voll Sonnenschein hat es. Abschied von einer europäischen Musikikone. Karl Gott stirbt im Oktober in den Armen seiner Frau mit 80 Jahren. Und wenn du einmal traurig bist. Viele Künstler ehren ihn in der 25 Jahre Feste Show. Dass irgendwo noch Sterne sind. Wir wollen auf dich die großes Fest für die Feste. Florian Silbereisen feiert 25 Jahre Feste und unzählige Stars kommen, um zu gratulieren. Der Schlagerboom zum 25. Festejubiläum steigt im Oktober in der ausverkauften Dortmunder Westfalenhalle. Die Show ist größer als je zuvor. Die Schlagerwelt wird sie vermissen. Mary Rose bestätigt ihr Karriereende.
Ich finde, wenn es am schönsten ist, sollte man aufhören. Und ich werde im Januar 2020 aufhören. Aber vielleicht sehen wir uns ja noch vorher mal. Das wäre ganz schön. Emotionales Wiedersehen. Beim Schlagerboom sorgt Helene Fischer mit ihrem Überraschungsauftritt für Tränen bei Florian Silbereisen. Es war einiges los im Herbst und so viele schöne Momente durften wir erleben. Im Herbst hat aber noch ein Duo für Aufsehen gesorgt. Sie gehören längst zu den erfolgreichsten Schlagerkünstlern des Landes. Aber im Herbst konnte dieses Duo die Erfolgsgeschichte weiter fortsetzen. Sie haben ihr neues Album veröffentlicht, Casanova. Und damit sind sie bereits zum vierten Mal auf Platz 1 der offiziellen deutschen Charts eingestiegen. Großartiger Erfolg. Und den Song Casanova, den hören wir jetzt bei den Schlagern des Jahres 2019. Hier ist Fantasy! Fernsehballett und Fantasy. Auch diesen Titel finden Sie nach der Show natürlich in der Schlager des Jahres Playlist auf meineschlagerwelt.de. Ja, und im Oktober konnten wir miterleben, wie eine ganz besondere Schlagerkarriere gestartet wurde. Denn hier in Leipzig haben wir die Schlagerchance gefeiert. Vier junge Schlagerkandidatinnen und Kandidaten haben sich um das letzte Ticket für den Schlagerboom beworben. Ja, und es gab ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Am Ende
hat sich allerdings ein junger Mann bei der Jury durchgesetzt mit seiner Stimme, mit seiner einzigartigen Art und mit seinem Song. Er durfte dann also beim Schlagerboom vor über 12.000 Zuschauer auftreten. Und heute ist er wieder nach Leipzig gekommen, hier, wo alles angefangen hat. Herzlich willkommen, Julian Reim! Wieder wachen 3 Uhr nachts, die Augen offen, alles reißt auf. Und ich frage mich, ob du's auch fühlst, denn ich komm da nicht raus. Und in der Stille höre ich mich viel lauter als zumal. Und jeder schöne Gedanke wird kalt und brutal. Ich werde diese Angst nicht los, fesselt mich, kann mich nicht befreien. Und ich hasse mich grad so dafür, denn so will ich nicht sein. Und in dem Wahnsinn bitte ich dein Herz um mein Signal. Denn jeder schöne Gedanke ist kalt und brutal. Ich will den Himmel sehen, mit dir im Sternenlicht. Sind so hoch geflogen, ohne dich kann ich nicht. Und die Luft ist raus, sind aus dem Gleichgewicht. Ich will nochmal fliegen, ohne dich kann ich nicht. Ohne dich will ich nicht. Die Welt ist wieder schwarz und grau. Julian Reim! Julian, hier in Leipzig an Ort und Stelle hast du die Schlagerchance gewonnen. Durftest dann beim Schlagerboom vor über 12.000 Zuschauern auftreten. Wie fühlt es sich an, für dich jetzt wieder hierher zu kommen, hier wo alles angefangen hat? Ist der Wahnsinn. Es ist so schön, wieder hier zu sein. Schön. Lieber Julian, du hast ja beim Schlagerboom in Dortmund die Zuschauer total begeistert. Wie waren eigentlich die Reaktionen danach, als du nach Hause gekommen bist? Gab es viele Anrufe, viele Nachrichten? Wie war es für dich? Es gab viele Nachrichten und ich habe einfach von euch allen so viel Liebe gekriegt und das ist unbeschreiblich. Auch schön. Sag mal, wie waren eigentlich die ersten Reaktionen deines Papas, von Matthias? Was hat er zu deinem Auftritt gesagt? War er eher kritisch oder hat er dich gelobt? Also ich habe ihm angesehen, er hat ein kleines Tränchen im Auge. Ja. Okay, also als du von der Bühne gekommen bist, hat er dich ein bisschen gedrückt. Erstmal in den Arm genommen, auf jeden Fall. Okay. Julian, wir sind gespannt, was da bei dir alles passiert. Ja, und jetzt
Jetzt erinnern wir uns an einen ganz großen. Im September hätte er seinen 85. Geburtstag gefeiert. Leider kann er ihn nicht mehr mit uns hier feiern, aber er bleibt natürlich für immer in Erinnerung. Er ist ganz einfach die Ikone des deutschen Schlagers. Udo Jürgens. Und ihm zu Ehren singen wir nun seinen griechischen Wein gemeinsam mit Andy Borg. Es war schon dunkel, als ich durch Vorstadtstraßen heimwärts ging. Da war ein Wirtshaus, aus dem das Licht noch auf den Gehsteig schien. Ich hatte Zeit und mir war kalt, drum trat ich ein. Da saßen Männer mit braunen Augen und mit schwarzem Haar. Und aus der Jukebox erklang Musik, die fremd und südlich war. Als man mich sah, stand einer auf und lud mich ein. Griechischer Wein ist so wie das Blut der Erde, komm, schenk dir ein. Und wenn ich dann traurig werde, liegt es daran, dass ich immer träume von daheim. Du musst verzeihen, griechischer Wein und die alten trauten Lieder schenk noch mal ein, denn ich fühl die Sehnsucht wieder in dieser Stadt. Werd ich immer nur ein Fremder sein und allein. Und dann erzählten sie mir von grünen Hügeln, Meer und Wind. Alten Häusern und jungen Frauen, die alleine sind. Und von dem Kind, das seinen Vater noch nie sah. Sie sagten sich immer wieder, irgendwann geht es zurück. Das Ersparte genügt zu Hause für ein kleines Glück. Und bald denkt keiner mehr daran, wie es hier war. Griechischer Wein ist so wie das Blut der Erde, komm, schenk dir ein. Und wenn ich dann traurig werde, liegt es daran, dass ich immer träume von daheim. Du musst verzeihen, griechischer Wein und die altvertrauten Lieder schenk noch mal ein, denn ich fühle die Sehnsucht wieder in dieser Stadt. Werd ich immer nur ein Fremder sein und allein. Dann traurig werde, liegt es daran, dass ich immer träume von daheim. Du musst verzeihen, griechischer Wein und die altvertrauten Lieder schenk noch mal ein,
Sehnsucht wieder in dieser Stadt, werd ich immer nur ein Fremder sein und allein. Danke, danke, danke. Zu Ehren Udo ja. Jürgens, Andy Borg mit dem griechischen Wahnsinn, Wein. Wahnsinn, Wahnsinn. Immer wieder ein Kultschlager, den wir nie vergessen ja. werden. Nee. Lieber Ross, lieber Andy, wir kommen jetzt zu einer Band, die uns immer wieder in das Land der Abenteuer und der Freiheit entführt. Sie hatten die große Ehre, in diesem Jahr ein MTV Unplugged-Album aufzunehmen. Und dieses Album eroberte mal wieder Platz 1 der offiziellen deutschen Albumcharts. Wow. Sie haben dieses Album mit vielen, vielen Gaststars aufgenommen. Aber es gibt ein Duett, da bekommt man ganz besonders Gänsehaut. Denn die mystische Künstlerin und die rauen Seebären aus dem hohen Norden, die kennen sich sehr gut und mögen sich sehr. Und wenn die miteinander Musik machen, dann entstehen immer wieder magische Momente. Und einen dieser magischen Momente erleben wir jetzt bei den Schlagern des Jahres 2019. Santiano und Una. Deines reinen Herzens Lied, lass hören deinen süßen, tiefen Schmerz. Sag mir dein Leid und das Fallen der Seele Kleid, zum Reigen, Liebster, schlage mir dein Herz. Seele, sing, lass meine Weise klingen, bis morgen früh die Sonne erwacht, soll sie mir Freude bringen. Komm, die Sonne erwacht, soll sie mir Freude bringen. Bis morgen.
Hammer, oder? Mega. Mega. Wow. Ich habe das Gefühl, das ich bin auf dem Schiff schon. Ja. Ja. Meine Damen und Herren, Santiago. Yeah. Oder! Ja! Sie ist ja alleine schon hübsch. Ja, aber wenn sie dann zwischen den Männern steht, das ist der noch schönste Männergesang, seit es Musik gibt, hätte ich beinahe gesagt, seit es Schokolade gibt. Meine Damen und Herren, ja. Ich darf Ihnen jetzt ein Duett ansagen. Oh ja. Yeah. Ein ganz besonderes Duett von zwei Superstars des Schlagers. Ja, ja. Sie schauen beide gut aus. Ja. Und Sie haben etwas gemacht, nein, Sie haben etwas wieder gemacht. Ja, ja? Sie haben letztes Jahr zum ersten Mal ein Duett aufgenommen. Oh ja, das haben wir, ja. Ja? Sie schauen wirklich bezaubernd aus. Sie sind zwei gut aussehende Männer. Dankeschön. Dankeschön. Nein, nicht, was du meinst. Du kommst jetzt ganz in eine falsche Richtung. Es geht ausnahmsweise nicht um uns, aber nur kurz. Nur ganz kurz geht es nicht um uns. Es gibt auch noch zwei andere, die es wieder getan haben. Und zwar Thomas Anders und Florian Silbereisen. Hey. Ich halte es kaum noch aus. Von dir zu träumen ist mir nicht genug. Wer holt mich hier bloß raus? Ein kurzer Blick nur und es war passiert. So unbeschreiblich schön. Am besten funk ich jetzt mal Justin an. Wegen dem Problem ist es. Verschworen, hab den Kontakt verloren. Es gibt nur einen, der mich retten kann. Doch er ruft nicht an. Ich geh kaputt, da muss man doch was tun. Er zieht mich magisch an. Ich hab mein Herz schon lange programmiert auf seine Umlaufbahn. Ich Lande Bahn, damit ich landen kann.
hier bei den Schlagern des Jahres. Und ich verspreche euch, es gibt gleich noch eine Zugabe. Andrea will sich nur auf einen besonderen Moment vorbereiten und deshalb freue ich mich umso mehr, dass Andreas Mann, Uli Färber, heute bei uns zu Gast ist. Herzlich willkommen, Uli. Grüße dich, danke. Schön, dass du mit uns hier ein bisschen plauderst. Während jetzt Andrea ja noch einen Auftritt vorbereitet. Uli, ich habe es vorhin erwähnt. Andrea, wir kennen Sie. Wenn sie auf die Bühne geht, dann ist das ja immer ein Spektakel. Jetzt will sie aber sich auf die spektakulärste Tournee ihrer Karriere vorbereiten. Kannst du vielleicht, wo sie jetzt gerade nicht zuhört, ein bisschen was für uns aus dem Nähkästchen erzählen? Was bereitet die denn da alles vor? Du weißt ja, sie hat so viele Tourneen schon hinter sich. Ja. Und nach jeder Tournee sage ich immer zu ihr, was soll da noch besser werden? Eigentlich geht es nicht besser. Aber es fällt immer wieder was ein. Und das, was ich jetzt gesehen habe bei den Proben, ist schon spektakulär. Und du hast ja beim Schlagerboom auch schon die ersten Dinge gesehen davon. Ich denke, es war toll, was sie da gezeigt hat. Und ich glaube, die Fans können sich hier auf eine Wahnsinnstour mit ihrem Mosaik und natürlich mit dem großen Astronauten freuen. Sie hat sich schon was Tolles dementsprechend ausgedacht. Das können wir uns vorstellen. Ich meine, ich weiß selbst, wie lange man ja oft auch probt für eine große Tournee. Wie sieht das bei Andrea aus? Wenn ihr jetzt, macht ihr das zu Hause bei euch in Asbach oder geht sie dann irgendwie auf Reisen? Wie stellt man sich so eine Vorbereitung auf so eine große Tournee vor? Sie ist ja jetzt durchweg unterwegs. Sie hat unterbrochen wegen der Sendung heute. Nächste Woche ist ja die Premiere in Stuttgart. Mhm. Porsche Arena Heimspiel in Stuttgart hier. Und es wird eine tolle Premiere werden. Alle sind gespannt, werden schon drauf. Und sie ist eigentlich die letzten Wochen komplett fokussiert drauf. Die hat ihre Proben abgeschlossen mit der Band. Sie hatte dann zu Hause bei uns im Blockhaus, hatte sie eine Woche nur mit der Band geprobt. Dann war sie in der großen Halle, die Bühne dann geschaut, alles schon. Vorher also schon alles dann in einer Halle mal alles aufgebaut und dann probt sie mit den Tänzern und mit den Choreografen? Die komplette Bühne, okay. Mit Tänzer, Band, alles. Da ist sie auch Perfektionist und überlässt dann nichts im Zufall. Wird durch Designer dann nochmal korrigiert. Dazwischendrin hat sie immer noch ein paar kleine Titel geschrieben. Sie hat 5 tolle Titel nochmal gemacht, auf ihre Goldedition jetzt drauf. Das Mosaikalbum ist jetzt noch wertiger geworden. Sie braucht immer ein bisschen einen Ausgleich. Momentan ist sie unheimlich kreativ und bin eigentlich stolz drauf, was sie gerade alles so an den Tag legt. Toll. Wie schaffst du es eigentlich dann bei dem Stress, den Andrea hat? Und ich meine, wir wissen alle, du bist ja auch das ganze Jahr unterwegs in deinem Business. Wie schafft ihr dann so zu Hause da diesen Ausgleich ein bisschen? Wie holst du sie auch mal von diesem Stress ein bisschen runter? Ja, da kann der eine sich auf der andere verlassen, dass einer immer wieder dafür sorgt, dass es ein bisschen ruhiger, ein bisschen normaler wird. Ja. Wenn ich ein bisschen überdreht bin, dann schaut sie danach. Wenn sie ein bisschen überdreht ist, schaut ich danach. Ja, funktioniert eigentlich ganz gut. Und ich sage immer, bei den Schwaben sagt man, wenn man nicht so viel Zeit hat, dann streitet man auch nicht so viel. Ja, und das kriegen wir dann ganz gut hin. Wenn man nicht so viel Zeit hat, streitet man nicht so viel. Ein sehr guter Spruch. Und jetzt freuen wir uns, dass sie uns ein paar ihrer ganz großen Hits hier bei den Schlagern des Jahres präsentieren wird. Bühne frei nochmal für Andrea Berg. Auch vom härtesten Fels nur noch
wie's damals war. Das erste Mal mit 17 Jahren in unserem kleinen Zelt am Baggersee. Die Bilder waren noch schwarz-weiß. Ein Bett im Kornfeld, Himbeereis, im Käfer nach Paris auf einem Café. Der erste Kuss beim Flaschendrehen, mit dir im Mondschein baden gehen, das war so schön, komm, lass es wieder geschehen. Ja, ich will mit dir am Strand auf weißen Pferden reisen. Ja, ich will wild und verrückt sein wie in alten Zeiten. Ich hab noch immer Gänsehaut, nen Schmetterling in meinem Bauch, weil es das Allergrößte ist, wie du mich liebst. Ja, ich will. Schon wieder die Schlager des Jahres 2019. Alle Titel der Schlager des Jahres finden Sie ab sofort auf meineschlagerwelt.de und dort können Sie dann auch Ihren persönlichen Schlager des Jahres wählen. Ich möchte mich bei all den Stars des heutigen Abends ganz herzlich bedanken und ein ganz besonderes Dankeschön geht natürlich an unsere Schlager des Jahres Kommentatoren Ross Anthony und Andy Bauer. Vielen Dank, es war wieder schön mit euch. Und wenn Sie mögen, dann können wir uns schon am 30. November wiedersehen. Dann darf ich wieder live im Ersten das Adventsfest der 100.000 Lichter präsentieren. Wir zünden gemeinsam die ersten Kerzen an und wir stimmen Sie auf die besinnliche Adventszeit ein. Ich freue mich auf Sie, passen Sie gut auf sich auf. Alles Liebe, bleiben oder werden Sie gesund. Ihr Florian Silbereisen. Servus.